Pamelia Dutkiewicz fiel Cindy Rohleder freudestrahlend um den Hals, dann posierten beide unter dem Jubel der Fans mit der Deutschlandfahne. Die Hürdensprinterinnen haben zwar das erträumte Gold bei der Heim-EM in Berlin verpasst, mit Silber und Bronze aber dennoch für einen tollen Abend gesorgt. Im Olympiastadion mussten sich die deutsche Meisterin Dutkiewicz und Titelverteidigerin Rohleder nur der Weißrussin Elvira Hermann geschlagen geben. "Ich bin wirklich froh, dass es Silber geworden ist", sagte Dutkiewicz, die lange in Führung gelegen hatte, dann aber in 12,72 Sekunden noch der überraschend starken Hermann, 12,67, den Vortritt lassen musste. "Ich habe mitbekommen, dass es eine enge Geschichte ist. Aber ich freue mich trotzdem einfach so sehr. Ich hatte ein schweres Jahr, da ist es toll, mit einer Medaille rauszugehen." Rohleder sicherte sich knapp dahinter in 12,77 Bronze und meinte: "Das ist unfassbar, ein Traum. Ich bin mit Bronze absolut happy, nach dem letzten Jahr mit der Riesenverletzung bin ich wieder zurück. Eine Medaille hier, was gibt es Schöneres?" Für die deutsche Mannschaft waren es die Medaillen 8 und 9 in Berlin. Mit Platz 5 und 13,00 Sekunden rundete die Mannheimerin Ricarda Lobe das starke Ergebnis für das DLV-Team ab. Die Finalisten hatten mit Wetterkapriolen zu kämpfen, da während des Rennens ein Sturm über dem Olympiastadion aufzog. "Auf der ersten Hälfte hatten wir Gegenwind, der dann zu Rückenwind wurde, daher war ich dann zu nah an den Hürden und habe 3, 4 mitgenommen", sagte Rohleder. "Aber das ist eben Freiluftsport. Erstes gemeinsames Finale gleich mit Erfolg. Disqualifiziert wurde Favoritin Alina Thalai aus Weißrussland, die aber nichts mit der Medaillenvergabe zu tun hatte. Thalai hatte Ende Mai in St. Pölten überragende 12,41 Sekunden vorgelegt, diese Form aber nicht halten können. Die German Hurdle Power, die Dutkiewicz vor der EM beschworen hatte, verpasste in Berlin zwar den ersten Doppelsieg zweier deutscher Hürdensprinterinnen seit 44 Jahren. Die kraftvolle Dutkiewicz und die elegante Rohleder, die zwei so unterschiedliche Lauftypen verkörpern, wiesen aber erneut ihre Extraklasse nach. Erstmals seit 1978 gab es damit zwei deutsche EM-Medaillen über 100 Meter Hürden. Damals hatten in Prag Johanna Klier und Gudrun Behrendt Gold und Bronze für die DDR gewonnen. Erstmals seit 1990 standen wieder drei deutsche Hürdensprinterinnen in einem EM-Endlauf. Damals hatten in Split die DDR-Läuferinnen Gloria Siebert, Cornelia Oschknat und Christine Patzwall die Plätze 2, 4 und 7 belegt. BRD-Starterin Gabriele Lippe kam nicht ins Ziel. Es war das erste große Freiluftfinale, in dem die beiden deutschen schnellsten Hürdenfrauen gemeinsam das Ziel erreichten. Als Rohleder 2015 in Peking WM-Silber gewann, gehörte Spätstarterin Dutkiewicz noch nicht zur absoluten Weltspitze. Im EM-Finale 2016 in Amsterdam kam Dutkiewicz nicht über die Hürden, während Rohleder Gold holte. Als Dutkiewicz 2017 in London WM-Bronze holte, fehlte Rohleder verletzt. Nun ließen beide bereits im Halbfinale die Muskeln spielen. Dutkiewicz rannte im dritten Lauf mit 12,71 Sekunden die beste Zeit aller Starterinnen und zeigte nicht den Hauch von Nervosität. Der Lauf war ganz kontrolliert. "Das Wichtigste ist gewesen, sich zu qualifizieren", sagte sie. Rohleder, die bei der DM noch nach einem Fehlstart das Finale verpasst hatte, ließ in ihrem Rennen in 12,83 Sekunden Thalai, 12,96, keine Chance. Punkt. Und Außenseiterin Lobel legte mit 12,90 Sekunden im richtigen Moment eine persönliche Bestzeit hin.